Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und das ist die Tagesbotschaft für euch. Bitte intuitiv, wie immer, wählt eine Karte, die erste oder die zweite. Intuitiv bitte. Wenn du nicht intuitiv wählen kannst, schau einfach zwei und du siehst bestimmt, welche Karte mehr passt zu heutigem Tag. Die erste. Die erste Karte bedeutet die sieben Münzen. Bedeutet abwarten. Vielleicht hast du etwas investiert in irgendwie ein Projekt, in irgendwie eine Sache. Du hast vielleicht eine Bewerbung geschrieben und wartest auf eine Antwort. Diese Karte auf jeden Fall deutet, dass du sollst geduldig abwarten. Aber, meine Lieben, diese Karte sagt nicht, dass du Resultat wirst du bekommen, aber ob das positiv oder negativ, diese Karte sagt es nicht. Nur geduldig abwarten. Schaut mal, meine Lieben, ihr wartet, dass Apfel zum Beispiel, Apfelbaum hat schöne Äpfel, aber die sind noch nicht reif. Natürlich wissen wir nicht, ob wir diese Ernte rechtzeitig. Wenn könnte Unwetter kommen, können Vögel kommen, können auch Würmer kommen. Das heißt, kann auch jemand Fremder in den Garten kommen und diese Äpfel klauen. Darum diese Karte, wie sagt man, noch nicht sagt, ob du zufrieden mit der Ernte wirst oder nicht. Ob diese Antwort, auf welche du wartest, ob das positiv oder negativ kommt, diese Antwort. Hier einzige geduldig sein. Jetzt die zweite Karte. Hier ist ein sehr, sehr positiver Tag. Wer hat diese zweite Karte gewählt? Auf jeden Fall, auf dich wartet eine romantische Zeit. Das könnte sein heute, kann auch sein morgen, weil ihr versteht, dass die ab und zu mal Tarotkarten zeigen heute, morgen hin und her ein, zwei, vielleicht sogar drei Tage. Aber ich sehe, auf dich kommen zu schöne romantische Zeiten. Kann sein, du bekommst eine SMS oder einen Anruf. Vielleicht lernst du jemanden kennenlernen oder vielleicht bist du schon verliebt und bekommst ein Angebot zum Spazieren vielleicht. Wer nicht verliebt ist und zum Beispiel hat schon Partner und vielleicht habt ihr gestritten, heute ist ein toller Tag, sich zu versöhnen. Kann sein, dass alles nicht eintretet oder nur einfach sehr positive und romantische Tag, da wo du gehst auf der Straße und jemand lächelt dir oder schenkt eine Blume. Ihr kennt diese Situation, wenn du auf dem Hauptplatz bist und da verteilen werden irgendwie Rosen für irgendwie welche Angelegenheit oder Veranstaltung. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Für erste Position geduldig sein, für zweite Position bring mehr positive romantische Stimmung in dein Leben. So, meine Lieben, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa.